bei uns und wir schauen damit. Da sind wir. Wir schauen direkt weiter nach Deutschland, denn während der US-Präsident gesprochen hat, hat sich in Deutschland tatsächlich ein Paukenschlag ereignet. Volker Kauder ist abgewählt worden als Fraktionschef der Union. Stattdessen hat gewonnen Ralf Brinkhaus. Darüber sprechen wir mit Michael Wüllenweber. Michael, das kann einen fast sprachlos machen. Ich glaube, hoffe, dir geht es nicht so. Was bedeutet dieses Ergebnis jetzt für die Union? Also es ist zuerst einmal ganz klar auch wohl als Klatsche für die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende zu interpretieren. Sie hat in der Sitzung ja noch einmal für Volker Kauder massiv geworben. Es ginge darum, Ruhe auch hineinzubekommen in das Regierungshandeln. Und der Zeitpunkt für einen Wechsel jetzt wäre der falsche. Aber offensichtlich hat das bei den Abgeordneten nicht verfangen, diese Argumentation. Volker Kauders Beitrag wurde von Fraktionsmitgliedern als fahrig bezeichnet. Andere sprachen von einer nicht guten Rede von Ralf Brinkhaus. Also ist das Stimmungsbild war ein wenig schwierig tatsächlich dann zu erfassen. Aber es ist eine Riesenüberraschung, mit der, glaube ich, hier die wenigsten gerechnet hätten, dass Volker Kauder diese Wahl verliert und Ralf Brinkhaus nun der neue Fraktionsvorsitzende ist. Michael, vielen Dank für deine Einschätzung soweit. Und jetzt gibt es auch schon erste Reaktionen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat sich geäußert und auch Ralf Brinkhaus selbst. Wir hören direkt rein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten heute in der gemeinsamen Fraktion CDU-CSU die reguläre Wahl des Fraktionsvorstandes. So wie es in unserer Geschäftsordnung geregelt ist, wird nach einem Jahr, nach Beginn der Wahlperiode, der Fraktionsvorstand neu gewählt und das dann auch für die weitere Wahlperiode. Es standen, wie bekannt, ja für die Wahl des Fraktionsvorsitzenden zwei Kollegen zur Wahl, Volker Kauder und Ralf Brinkhaus. Die Wahl wurde bei 239 abgegebenen Stimmen durchgeführt, mit zwei Enthaltungen. Auf Ralf Brinkhaus empfielen 125 Stimmen, auf Volker Kauder 112. Ralf Brinkhaus ist damit zum Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen CDU-CSU-Fraktion gewählt. Ich gratuliere dir ausdrücklich, Ralf. Freue mich auf die gute Zusammenarbeit für die Zukunft. Ich weiß, das ist ein herausforderndes Amt. Du hast dich vollem Bewusstsein für dieses Amt beworben und das Vertrauen der Fraktion heute erhalten. Die Fraktion hat Volker Kauder in einem langen Applaus für seine herausragende Arbeit der letzten 13 Jahre gedankt. Wir gehen jetzt in das weitere Verfahren der Wahl der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und der weiteren Positionen der gemeinsamen Fraktion und wollten Sie unterrichten, dass wir gemeinsam daran denken, die gute Arbeit zwischen CDU und CSU in dieser Fraktion auch für die Zukunft in dieser Wahlperiode fortzusetzen. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Alexander Dobrindt hat heute als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Wahlen geleitet und organisiert. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und insofern ist es auch gut und richtig, dass wir jetzt gleich unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, auf die nächste Zeit. Und alles andere werden wir dann später auch erläutern. Und jetzt würden wir beiden gerne wieder zurückgehen, weil wir auch unsere Wahlzettel gerne abgeben möchten, denn unsere Fraktionswahlen werden fortgesetzt. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, und das ist mir an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder.
Soweit also der schillernde Sieger, muss man sagen, Ralf Brinkhaus. Und davor haben wir gehört Alexander Dobrindt, der sich eigentlich ja auch für Volker Kauder ausgesprochen hatte, genauso wie Horst Seehofer und auch Kanzlerin Merkel. Jetzt ist es also Ralf Brinkhaus geworden, Michael Wüllenweber. Viele hatten ihn gar nicht so auf dem Schirm. Für was steht er denn und was erhoffen sich denn die vielen Wähler, die er jetzt ja hatte, was er für einen neuen Schwung, den er ja propagiert hat, in die Unionsfraktion einbringt? Ja, er hat auch in seiner Rede wohl vor der Fraktion betont, dass es jetzt nicht um Ruhe ginge, jetzt in die Fraktion hineinzubringen, sondern vor allen Dingen um neuen Schwung. Und offensichtlich haben diese Argumente auch bei vielen Abgeordneten verfangen. Was wir hörten auch noch im Vorfeld, zum Beispiel, dass der Parlamentskreis Mittelstand, da gab es eine Sitzung vorher, dass da sich sehr, sehr viele Abgeordnete schon für Ralf Brinkhaus ausgesprochen hatten. Dazu muss man wissen, dass das die größte Gruppe innerhalb der Fraktion ist mit weit über 100 Mitgliedern. Hatte sich vielleicht sowas etwas angedeutet, dass Ralf Brinkhaus tatsächlich eine echte Siegchance hat und wofür er steht. Ja, er steht vor allen Dingen für einen Kurswechsel, einen moderaten Kurswechsel, so muss man es vielleicht dann sagen. Er sagte ja immer wieder, dass es ihm vor allen Dingen darum ginge, auch mehr Empathie für diejenigen aufzubringen, mehr Empathie für die Wähler mehr aufzubringen, die die Mitte verlassen haben. Also das heißt also mit anderen Worten auch auf AfD-Wähler zugehen, zumindest offensiv um sie werben und mit anderen Worten auch um einen eigenständigeren Kurs in der Fraktion. Darum ging es Ralf Brinkhaus auch, also dass man nicht die Wünsche aus dem Kanzleramt, also der Bundeskanzlerin, mehr oder weniger durch den Fraktionsvorsitzenden in die Fraktion hineinträgt und dort umsetzt, sondern dass diese Fraktion auch eigenständiger wird gegenüber Kanzleramt und Parteivorsitz, also gegenüber Angela Merkel, der Bundeskanzlerin. Also insofern, glaube ich, ist die Interpretation, sie liegt auf der Hand, dass das auch in Teilen ein Misstrauensvotum für die Bundeskanzlerin ist. Und wie wird es für die denn jetzt dadurch weitergehen, Michael? Brinkhaus hat ja selbst gesagt, er ist kein Gegner von Angela Merkel, aber das liegt klar auf der Hand, dass das Signal ist jetzt deutlich. Rüttelt das an Angela Merkels Stuhl? Ich glaube, dass es da vielleicht zum derzeitigen Zeitpunkt noch etwas überinterpretiert, dass das an ihrem Stuhl ruckelt, weil, wie du schon sagtest, er ja eindeutig auch erklärt hat, dass das ein Votum für ihn nicht zu interpretieren sei, also im Vorfeld vor seiner Wahl, als ein Votum dann auch gegen die Bundeskanzlerin. Es ist also keine Revolution hier in der CDU-CSU-Fraktion gegen Angela Merkel. Das wäre sicherlich eine Überinterpretation, aber es ist ein ganz massiver Warnschuss. Jetzt stehen natürlich auch zwei wichtige Landtagswahlen an in Hessen und in Bayern. Davor jetzt diese Entscheidung, dieses Rumoren in der Unionsfraktion. Welche Auswirkungen könnte das auf die Wahl und die Wahlergebnisse haben? Naja, die Bundeskanzlerin, ich sagte es ja schon, hat dafür geworben, für diese Ruhe, der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel. Das waren ihre Worte. Die sind natürlich auch dahingehend zu interpretieren im Hinblick auf die beiden anstehenden Landtagswahlen am 14. Oktober in Bayern und am 28. Oktober dann in Hessen. Es ist ein Signal auch zuerst einmal der Unruhe, auf das die Bundeskanzlerin gerne verzichtet hätte. Und sicherlich auch Horst Seehofer, der mit sehr warmen Worten auch vor der Wahl für Volker Kauder sich noch einmal stark gemacht hat. Also die Interpretation, dass es ein Risiko birgt, diese Wahl von Ralf Brinkhaus und den daraus folgenden vielleicht Turbulenzen noch in den nächsten Tagen, Irritationen, Interpretationen, natürlich dann auch die Interpretation, inwiefern das jetzt solch ein Misstrauensvotum für die Bundeskanzlerin gewesen ist. Da kann man eigentlich schwer daraus interpretieren, dass man glaubt, zumindest in der CDU-Führung, in der CDU-CSU-Führung, dass es sich positiv auf die Landtagswahlen auswirken würde.
Michael, wir fassen noch einmal ganz kurz zusammen, denn es ist wirklich eine Sensation bei der Wahl zum Fraktionschef der Union. Ralf Brinkhaus hat überraschend die Kampfabstimmung mit 125 zu 112 Stimmen gegen Volker Kauder gewonnen. Damit hat die Unionsfraktion nach 13 Jahren ihren bisherigen Vorsitzenden Kauder gestürzt, der als enger Vertrauter von Kanzlerin Merkel gilt. Ralf Brinkhaus war der erste Herausforderer, der sich Kauder in 13 Jahren überhaupt gestellt hatte. Michael, und das ist jetzt sicherlich ein Blick in die Glaskugel, aber nichtsdestotrotz die Frage, was wird aus Volker Kauder? Ja, ich glaube, das wissen wir im Moment noch nicht. Also schwer vorstellbar ist, dass er sich für den jetzt frei werdenden Posten des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden bewerben wird. Denn Ralf Brinkhaus macht da ja in der Stellvertreterriege einen Platz frei. Also das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Es gab keine Reaktion bisher, die uns bekannt ist. Zumindest er hat das Votum der Fraktion wortlos zur Kenntnis genommen. Es gab lang anhaltenden Beifall auch für Volker Kauder. Und es wird zumindest so berichtet von einigen, dass der Beifall nach Bekanntgabe des Ergebnisses doch verhalten gewesen ist, fast schon erschrocken, formulierte zumindest einer, der dabei gewesen ist. Also vielleicht ist da tatsächlich der ein oder andere erschrocken gewesen am Ende über die Konsequenzen seiner eigenen Courage, Volker Kauder nicht zu wählen, sondern dann Ralf Brinkhaus. Also was aus Volker Kauder aber persönlich wird, jetzt im Moment ist nicht auszumachen, ist nicht bekannt. Er hat sich auch zu solchen Perspektiven nicht geäußert im Vorfeld. Was wäre wenn? Natürlich hat er solche Fragen auch im Vorfeld nicht beantwortet. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Alexander Dobrindt hat heute als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Wahlen geleitet und organisiert. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und insofern ist es auch gut und richtig, dass wir jetzt gleich unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, auf die nächste Zeit. Und alles andere werden wir dann später auch erläutern. Und jetzt würden wir beiden gerne wieder zurückgehen, weil wir auch unsere Wahlzettel gerne abgeben möchten, denn unsere Fraktionswahlen werden fortgesetzt. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, und das ist mir an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder. Der lang anhaltende stehende Beifall in der Fraktion, für ihn hat das auch gezeigt, welch hohes Ansehen er bei uns in der Fraktion genießt. Und das hat er sich wirklich ganz, ganz, ganz hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige, sehr erfolgreiche Tätigkeit. Und jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächsten Wochen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ralf Brinkhaus freut sich also auf die nächsten Wochen. Die Wochen, die hinter uns liegen und die hinter der Regierung liegen, die sind ja eher unschön gewesen. Michael, welche Rolle spielte denn der Fall Maaßen, die ganzen Verwirrungen und Querelen in der Großen Koalition jetzt bei dieser Entscheidung möglicherweise? Also darüber kann man natürlich nur spekulieren, aber der Eindruck, der ist natürlich da, dass für viele Abgeordnete der Fall Maaßen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. An der Basis war diese Entscheidung, die erste Entscheidung, Maaßen ja auch zu befördern, auch in der Union, auch in der CDU, nicht gut angekommen. Und man hatte offensichtlich in der Parteispitze ja die Hoffnung zumindest gehabt, dass durch das Mea Culpa auch der Bundeskanzlerin, durch das Ich habe verstanden, dass da vielleicht ein wenig Spannung herausgebracht werden könnte. Bei mir im Übrigen jetzt ist auch Hans-Peter Michelbach von der CSU. Kommen Sie einfach mal auf meine linke Seite. Herr Michelbach, das ist ja eine absolute Überraschung. Haben Sie damit gerechnet, wie hier draußen ja eigentlich überhaupt nicht? Wir haben gedacht, das wird vielleicht ein bisschen knapp, aber Volker Kauder wird es schon machen. Ich denke, dass die Rede von Ralf Brinkhaus sehr viele Kolleginnen und Kollegen zum Schluss noch umgedreht hat, weil er einen neuen Aufbruch für die Union versprochen hat. Dieses Zeichen, dieses Signal wollte die Mehrheit der Fraktion. Und deswegen ist das mit dem Ergebnis auch dann zustande gekommen.
Die Bundeskanzlerin hat ja noch in der Sitzung dafür geworben, genau mit dem Gegenteil, nämlich es sei der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel. Also genau die Ruhe beschworen, für die Ralf Brinkhaus ja nicht steht. Er sagte, wir brauchen einfach auch einen neuen Schwung. Also Hand aufs Herz, es ist auch eine massive Klatsche für die Bundeskanzlerin und CDU. Parteivorsitzende. Ich sehe das nicht so. Wir haben einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Die Kanzlerin wird sich sehr schnell mit ihm arrangieren. Der Fraktionsvorstand bleibt in ähnlicher Weise. Ich denke, dass die Fraktion einfach mehr Lust auf Teilhabe und eine Stärkung der Regierungsarbeit vorhat. Und ich denke auch, dass wir einen klaren Konter von Ralf Brinkhaus hatte. Er hat gesagt, wir brauchen nicht zu diesem Zeitpunkt Ruhe, sondern wir müssen möglichst viel handeln. Und dieses Handeln die Lösung bringt für die Menschen, hat gezogen. Sie sagten, die Rede hätte den Ausschlag gegeben, die Rede von Ralf Brinkhaus. Aber wie viel Causa Maaßen steckt unter Umständen auch in dieser Entscheidung der Fraktion? Nein, das hat zu keiner Entscheidungsgrundlage geführt. Es war ganz klar entweder ein Zeichen für einen neuen Aufbruch, für mehr Teilhabe an der Regierungsarbeit. Und das hat den Ausschlag gegeben. Es war ja ohnehin sehr knapp. Die Fraktion hat dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder sehr gedankt mit Standing Ovation. Es ist für ihn nicht einfach, aber ich denke, Wahlen sind die Uraufgabe in einer Demokratie und wir müssen natürlich dann zwischen Personen auswählen und den Wettbewerb in der Demokratie auch ernst nehmen. Aber es ist doch eine Absage zumindest an einen Teil des Systems Merkel, top-down, aus dem Kanzleramt mehr oder weniger über den Fraktionsvorsitzenden dann in die Fraktion hineinzuwirken und dann Politik zu machen. Also es ist eine ganz klare Absage an den Politikstil der Bundeskanzlerin. Nein, ich glaube, dass die Kanzlerin sehr schnell verstanden hat, dass sie eine neue Zusammenarbeit mit der Fraktion führen muss und dass, da bin ich ganz sicher, sie sich auch mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus sehr gut arrangieren wird. Falscher Zeitpunkt, nochmal darauf zurückzukommen. Auch im Hinblick jetzt auf die Bayernwahl war das sicherlich ja auch gedacht. Und Hessenwahl, was für einen Impact könnte das denn haben? Denn es gibt ja jetzt auf jeden Fall Unruhe in der Fraktion. Es gibt auch noch andere Posten neu zu besetzen, vielleicht auch den Posten des parlamentarischen Geschäftsführers. Das ist ja noch nicht hundertprozentig klar, wie es jetzt weitergeht. Hat das jetzt in Ihren Augen was Positives? Sie als CSU-Mann, Bundestagsabgeordneter, glauben Sie, dass sich das positiv auswirkt? Ich glaube, die Landtagswahlen haben da keine Rolle gespielt. Man hat natürlich nie den richtigen Zeitpunkt, sondern man möchte einfach dieses Zeichen für einen neuen Aufbruch. Eine Rolle gespielt. Wird es eine Rolle spielen unter Umständen, negative? Weil Sie werden sehen, dass bei den Vorstandswahlen, die ja jetzt weitergehen, auch große Geschlossenheit in der Fraktion herrscht. Man wollte jetzt ein neues Signal in der Führung setzen. Das hat stattgefunden. Das ist in deiner Demokratie einfach so. Aber unüblich in der CDU-CSU-Fraktion. Die CDU-CSU-Fraktion hat gehandelt. Und deswegen muss man das jetzt so nehmen, wie es ist. Und Volker Kauder, was wird jetzt aus Volker Kauder? Das ist eine Frage, die nur er beantworten kann. In jedem Fall hat er sich sehr verdient gemacht für diese CDU-CSU-Fraktion. Herr Michelbach, recht herzlichen Dank. Ja, so, das sind die neuesten Informationen. Zuerst mal hier von hier aus von der Fraktionsebene und damit zurück zu euch. Und wir haben es gerade gehört, die CDU hat gehandelt, die CDU-CSU, so kann man es wirklich sagen, 125 zu 112 Stimmen für Herrn Brinkhaus gegen Herrn Kauder. Herr Brinkhaus selbst und auch Alexander Dobrindt haben sich geäußert nach dieser Wahl. Wir hören rein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten heute in der gemeinsamen Fraktion CDU-CSU die reguläre Wahl des Fraktionsvorstandes. So wie es in unserer Geschäftsordnung geregelt ist, wird nach einem Jahr, nach Beginn der Wahlperiode, der Fraktionsvorstand neu gewählt und das dann auch für die weitere Wahlperiode. Es standen, wie bekannt, ja für die Wahl des Fraktionsvorsitzenden
zwei Kollegen zur Wahl, Volker Kauder und Ralf Brinkhaus. Die Wahl wurde bei 239 abgegebenen Stimmen durchgeführt mit zwei Enthaltungen. Auf Ralf Brinkhaus empfielen 125 Stimmen, auf Volker Kauder 112. Ralf Brinkhaus ist damit zum Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen CDU-CSU-Fraktion gewählt. Ich gratuliere dir ausdrücklich, Ralf, freue mich auf die gute Zusammenarbeit für die Zukunft. Ich weiß, das ist ein herausforderndes Amt. Du hast dich voll im Bewusstsein für dieses Amt beworben und das Vertrauen der Fraktion heute erhalten. Die Fraktion hat Volker Kauder in einem langen Applaus für seine herausragende Arbeit der letzten 13 Jahre gedankt. Wir gehen jetzt in das weitere Verfahren der Wahl der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und der weiteren Positionen der gemeinsamen Fraktion und wollten Sie unterrichten, dass wir gemeinsam daran denken, die gute Arbeit zwischen CDU und CSU in dieser Fraktion auch für die Zukunft in dieser Wahlperiode fortzusetzen. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Alexander Dobrindt hat heute als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Wahlen geleitet und organisiert. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und insofern ist es auch gut und richtig, dass wir jetzt gleich unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, auf die nächste Zeit. Und alles andere werden wir dann später auch erläutern. Und jetzt würden wir beiden gerne wieder zurückgehen, weil wir auch unsere Wahlzettel gerne abgeben möchten, denn unsere Fraktionswahlen werden fortgesetzt. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, und das ist mir an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder. Der lang anhaltende stehende Beifall in der Fraktion, für ihn hat das auch gezeigt, welch hohes Ansehen er bei uns in der Fraktion genießt. Und das hat er sich wirklich ganz, ganz, ganz hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige, sehr erfolgreiche Tätigkeit. Und jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächsten Wochen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Das war ein Paukenschlag in der Unionsfraktion und die Reaktionen, die warten, die dürfen nicht lange auf sich warten lassen. Michael Willenweber, du hast auch einen Gast bei dir. Ja, bei mir ist Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, der sich hier vor die CDU-CSU-Fraktion verirrt hat, würde ich mal formulieren. Herr Hofreiter, wie viel Götterinnendämmerung ist da in diesem Votum in Ihren Augen? Ich glaube, da ist einiges mit drin, aber auch an so einem Tag wie heute gilt erstmal Gratulation für Herrn Brinkhaus zur Wahl und Dank an Volker Kauder für die, wenn auch in sehr unterschiedlichen Rollen, wir Opposition, er Teil der Regierungsfraktion, für die verantwortungsvolle Zusammenarbeit. Aber es zeigt sich einfach, die Union ist zutiefst gespalten und kaum mehr handlungsfähig. Mit dieser tiefen Spaltung legt sie ja seit Monaten das Land lahm. Ist das auch eine Absage an den Regierungsstil der Bundeskanzlerin, so an dieses Top-Down-Prinzip, ich im Kanzleramt mache über meinen Fraktionsvorsitzenden die Politik in der Fraktion klar? Ich weiß nicht, ob das Problem der Regierungsstil ist. Ich glaube, das Problem ist die Spaltung innerhalb der Union. Wir haben da auf der einen Seite einen eher nationalkonservativen Flügel, auf der anderen Seite eher einen christlich-liberalen. Und dessen Streit legt seit Monaten die Regierung lahm. Denn es war halt nicht nur ein Streit zwischen Seehofer und Merkel, sondern eine tiefe Spaltung. Und was jetzt wirklich notwendig wäre, wäre, dass wir eine Regierung hätten, die einfach Sacharbeit macht. Ich meine, wenn man sich anschaut, was bei uns im Land los ist, man bräuchte dringend was zur Wohnungsnot, man müsste die Klimakrise bekämpfen, man müsste sich um Pflegeplätze kümmern oder man müsste auch was gegen Rechtsradikalismus unternehmen. Aber diese Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt und ich glaube, das Wahlergebnis ist ein Ausdruck auch dessen. Was erwarten Sie denn jetzt für den Zusammenhalt der Großen Koalition aus diesem Ergebnis?
Die Große Koalition hat ja in den vergangenen Monaten schon kaum gearbeitet. Es ist sicher eine weitere Schwächung. Aber was ich mir persönlich erwarten würde von Union und SPD ist, dass sie endlich zur Sacharbeit zurückkehren. Dafür sind sie gewählt worden. Dafür haben sie eine Regierung gebildet. Und ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um den Zustand dieser Regierung. Ich mache mir Sorgen um den Zustand des Landes. Wir brauchen als wichtiges Land im Herzen von Europa eine tatkräftige Regierung. Nun hat die Bundeskanzlerin ja mit den Worten geworben, es ist der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel, wir brauchen Ruhe. Genau das Gegenteil ist jetzt passiert. Ist das nicht doch ein klares Zeichen für Machterosion? Selbstverständlich ist es auch ein Zeichen von Machterosion, was Frau Merkel miterlebt. Aber es ist halt ein Zeichen darüber, wie tief zerstritten die Union insgesamt ist und dass sie im Kern die Ideen ausgegangen sind, dieses Land weiter zu regieren. Und ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass sie anfangen, vernünftig zu regieren. Nämlich, wir sind ja nicht nur Oppositionsführer, wir sind ja auch Bürger dieses Landes. Und wenn man sich diese Regierung anschaut, wenn man sich die Dramen der letzten Monate anschaut, dann denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein. Herr Hofreiter, vielen Dank. Sie müssen weiter. Wurde mir signalisiert zumindest. Ja, wir haben es gehört, Zeichen für Machterosion, aber auch für die tiefe Spaltung der CDU, CSU, soweit zumindest Anton Hofreiter. Das also eine erste Reaktion aus der Opposition. Michael Wöhlenweber, wenn du mich noch hörst, hast du denn auch schon Reaktionen aus der Unionsfraktion selbst einfangen können? Ja, nicht direkt tatsächlich. Wir haben halt die eine Stimme von Heinz Michelberg ja gehört aus der CSU, von der CSU. Ansonsten im Moment laufen ja die weiteren Wahlen, denn es ist ja nicht nur der Fraktionsvorsitzende zu wählen gewesen, sondern auch die Stellvertreter, zumindest die Stellvertreter, die die CDU stellt und der parlamentarische Geschäftsführer. Also die meisten Abgeordneten sind noch beschäftigt im Fraktionssaal. Und ich versuche mal ein bisschen umzuschauen, ob wir vielleicht hier doch noch jemanden hier vor unsere Kamera locken können. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Werd mich melden, wenn es soweit sein sollte. Dann schauen wir natürlich sofort wieder zu dir, Michael. Aber für den Moment, wer schon Zeit hat, das ist die AfD-Fraktion. Die hat sich geäußert zu dieser Wahl. Wir hören, was Alice Weidel und Alexander Gauland zu sagen haben. Soll ich anfangen, oder? Ja, fangen Sie ruhig an. Ja, meine Damen und Herren, Sie fragen uns bestimmt, wie es weitergeht mit der CDU-Fraktion. Das ist in diesem Moment in der Tat sehr schwierig zu sagen. Was sich anbietet, ist völlig klar. Das ist der Beginn eines weiteren Autoritätsverlustes. Man kann das Merkel-Dämmerung nennen. Man kann auch sagen, man schlägt den Sack und meint jemanden völlig anderem. Ich glaube, das ist jedenfalls ein weiterer Schritt zum Ende der Regierung Merkel ist. Und wir werden das Ende viel früher erleben, als wir uns das heute vorstellen. Es sei nicht schon alles gesagt. Sie können sich vorstellen, bei uns knallen die Korken. Die Merkel-Dämmerung ist eingeläutet. Das ist das beginnende Ende von Angela Merkel. Und wir hoffen, dass sie eben dann auch schneller geht, als es antizipiert wird. Dass Herr Brinkhaus gegen Herrn Kauder gewonnen hat, ist ein ganz klares Signal, auch an die Wähler nach außen, dass die Regierung Merkel unter der Kanzlerschaft Merkel zu Ende geht. Machen Sie diese Bewertung fest an der Person Ralf Brinkhaus oder doch stärker an der Tatsache, dass es eben nicht Volker Kauder geworden ist? Dass es nicht Volker Kauder natürlich geworden ist. Wir wissen alle, dass Herr Kauder der Steigbügelhalter, der Mehrheitsbeschaffer der Kanzlerin gewesen ist und dass er es jetzt nicht geworden ist, lässt doch tief blicken. Auf der anderen Seite, wenn die konservative Revolution, von der Herr Dobrindt her spricht, jetzt hier weiter voranschreitet, wer braucht dann noch die AfD? Das werden wir ja sehen.
Also die konservative Revolution möchte ich erst mal sehen. Das finde ich, bis jetzt nur noch lustig, wenn Sie sich anschauen, diese Auseinandersetzung auch zwischen der CSU und Herrn Seehofer. Also da brauchen wir noch lange die AfD, sonst geht es natürlich so weiter. Auch Herr Brinkhaus ist ja jetzt nicht der konservative Revolutionär, sondern es ist der Versuch der Fraktion, sich von Herrn Kauder zu trennen und trotzdem irgendwie die Regierung weiter zu stützen. Das muss man halt so sehen. Gut, dann machen wir mit unserer Fraktionssitzung weiter. Okay, danke. Das ist also das Statement von Alexander Gauland und Alice Weidel. Hier ist die Rede davon, dass die Korken knallen und von der Merkel-Dämmerung. Und Angela Merkel selbst will sich auch noch äußern. Wir erwarten ein Statement von der Kanzlerin zu dieser Wahl. Volker Kauder ist nach 13 Jahren als Unionsfraktionschef abgewählt worden. Wir sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück zu den Nachrichten hier bei Welt und wir schauen direkt auf die Fraktionsebene im Bundestag in Berlin, denn wir erwarten dort ein Statement der Kanzlerin, denn es hat eine große Überraschung gegeben in der Unionsfraktion. Wider Erwarten ist nicht Volker Kauder wiedergewählt worden als Fraktionsvorsitzender, sondern sein Gegenkandidat Ralf Brinkhaus. Und da ist es natürlich jetzt sehr spannend zu hören, was die Kanzlerin dazu zu sagen hat. Ganz genau, 125 zu 112 Stimmen, das war das Ergebnis. Und Michael Wüllenweber verfolgt das Ganze für uns. Michael, wir warten also auf die Kanzlerin. Vor ein paar Tagen, da hat Angela Merkel Fehler eingeräumt. Da ging es um die Causa Maaßen. Jetzt heißt es allen Ortes, das hier ist eine Watschen für die Kanzlerin. Das ist eine Strafe für sie und ihre Politik. Womit rechnen wir denn jetzt? Wird sie wieder Fehler einräumen? Ja, ist eine gute Frage, wie Sie jetzt gleich argumentieren wird. In der Fraktion hat sie ja argumentiert, es sei der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel. Wir brauchen jetzt Ruhe. Ganz anders Ralf Brinkhaus, der genau von dieser Ruhe nichts wissen wollte, sondern für neuen Schwung plädierte und offensichtlich auch die entscheidenden Stimmen vielleicht dann noch hat für sich gewinnen können. Wie die Bundeskanzlerin nun versuchen wird, das Ergebnis zu interpretieren, das müssen wir natürlich zuerst einmal abwarten. Aber eigentlich die einhellige Meinung ist dann ja doch, dass es eine klare Watsche für die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende ist, dass sie zumindest einen Teil des Vertrauens in der Fraktion verloren hat und dass die Abgeordneten Volker Kauder nun als Blitzableiter genommen haben und ihm sozusagen ihre Zustimmung versagt haben und damit auch der Bundeskanzlerin ein klares Zeichen setzen wollten. Aber was wird sich denn jetzt tatsächlich ändern mit diesem neuen Fraktionsvorsitzenden? Welchen neuen Schwung wird er denn da reinbringen? Ja, Ralf Brinkhaus steht ja dafür, dass die Fraktion eigenständiger wird. Man könnte es auch als Absage interpretieren an dieses Top-Down-Politikstil Angela Merkels im Kanzleramt, der möglichst in kleiner Runde die Politik festlegen, über den Fraktionsvorsitzenden dann in die Fraktionen hineinwirken und umsetzen. Also die Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, möchte offensichtlich nicht mehr uneingeschränkt die Politik aus dem Kanzleramt unwidersprochen, ohne eigenständige Akzente vielleicht dann auch umsetzen, sondern zu einem eigenständigeren Machtfaktor werden. Das ist die eine Interpretation. Es steckt natürlich auch sehr viel Unzufriedenheit sicherlich auch in diesem Votum über die letzten Wochen. Der Fall Maaßen, die beabsichtigte Beförderung, hat ebenfalls für Empörung auch in der Unionsfraktion, in der CDU gesorgt gehabt. Auch das könnte natürlich Volker Kauder Stimmen gekostet haben und dann generell die Ausrichtung. Und Michael, wir müssen dich kurz unterbrechen, denn die Kanzlerin tritt vor die Mikrofone. Wir hören direkt rein. Heute die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Ich habe mich eingesetzt dafür, dass Volker Kauder weiter Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bleiben kann.
Und das getan, weil ich sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet habe. Und ich möchte ihm auch ganz herzlich danken für 13 Jahre außerordentlicher Zusammenarbeit in dieser Funktion und viele Jahre auch vorher guter Zusammenarbeit. Ralf Brinkhaus hat heute die Mehrheit der Stimmen bekommen und ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen. Herzlichen Dank. Das war ein kurzes Statement der Kanzlerin. Eine Stunde der Demokratie hat sie es genannt. Sie hat aber auch von einer Niederlage gesprochen. Das waren doch sehr deutliche Worte, oder Michael? Ja, so sieht es aus. Sie interpretiert das glasklar als Niederlage, dann auch für sich selbst, weil sie sich doch sehr massiv für Volker Kauder auch in einer langen Rede wohl eingesetzt hat und die Fraktion ihr in diesem Punkt nicht folgen konnte, wollte. Und insofern, ja, ist es eine Watsche für die Bundeskanzlerin und eine selbst eingestandene Watsche. Michael, jetzt haben wir die Reaktion der Kanzlerin also gehört. Es gibt aber auch schon mehrere Reaktionen aus der Opposition. Du hast ja auch mit dem FDP-Chef Lindner gesprochen. Ich höre jetzt keine Frage. Okay, dann versuche ich es nochmal. Kannst du uns hören, Michael? Nochmal, ja. Jetzt. Jetzt kannst du uns hören. Die Frage ging nach den Reaktionen der Opposition. Du hast ja schon mit diversen Oppositionspolitikern gesprochen, unter anderem mit dem FDP-Chef Lindner. Ja, so ist es. Und es ist natürlich von allen eigentlich einhellig interpretiert worden als Machterosion für die Bundeskanzlerin. Ich habe mit Anton Hofreiter gesprochen, aber auch mit Christian Lindner und hier das Interview. Es ist ein doppeldeutiges Zeichen. Zum einen ist es ein Signal der Erneuerung. Die Unionsfraktion hat einen Kandidaten gewählt, der nicht von der Führung unterstützt worden ist. Da gab es manchen kritischen Medienkommentar, da wurde die Kandidatur belächelt. Und trotzdem hat er sich durchgesetzt, knapp aber immerhin. Also ein Zeichen des Willens nach Erneuerung, kein weiter so, das begrüße ich. Und es ist natürlich. Und wir unterbrechen das jetzt nochmal, denn wir hören jetzt live Christian Lindner, der sich nochmal äußert. Dass Volker Kauder Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bleibt. Der Erfolg von Herrn Brinkhaus ist eine politische Überraschung und ein Donnerschlag für Berlin und die Große Koalition. Herr Brinkhaus hatte den Mut, allein gegen die Führung zu kandidieren. Und er hat die Unterstützung aus der Mitte seiner Fraktion erhalten. Das ist ein politisches Signal der Erneuerung einerseits und andererseits der Verabschiedung von Frau Merkel andererseits. Die Wahl von Herrn Brinkhaus markiert jetzt einen wirklichen Wendepunkt in der Kanzlerschaft Merkel, wie auch in der Arbeit der Großen Koalition. Nun möchte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion offensichtlich den inhaltlich entkernten Kurs von Frau Merkel verlassen, die oft genug mit den Grünen verwechselbare Politik austauschen und nicht mehr länger die verlängerte Werkbank des Bundeskanzleramtes sein. Diese Emanzipation begrüßen wir, denn sie eröffnet auch neue Möglichkeiten für eine marktwirtschaftliche, rechtsstaatliche Politik, neue Möglichkeiten auch für die Korrektur inhaltlich getroffener Entscheidungen der Vergangenheit. Die Entscheidung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion weist bereits in eine nächste Legislaturperiode. Für die aktuelle Regierungsarbeit ist dies eine Belastungsprobe. Bei allen freundlichen Worten, die auch Frau Merkel über Herrn Brinkhaus eben gefunden hat, steht er eben für eine selbstbewusstere CDU-CSU-Fraktion. Welche Auswirkungen hat das für die Zusammenarbeit mit der Regierung und mit der SPD? Sicherlich nicht weniger Konflikt. Dass gegen den ausdrücklichen Willen der Bundeskanzlerin auch ihr engster politischer Partner, nämlich der Chef der Bundestagsfraktion, ausgetauscht wird, das zeigt, dass Frau Merkel sich der Unterstützung ihrer eigenen Fraktion nicht mehr vollständig sicher sein kann. Nach den letzten Wochen der Selbstbeschäftigung, der Beschwichtigungsversuche,
der Kompromisse, die nur der Gesichtswahrung dienten und nicht der Problemlösung, ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo wieder Führung hergestellt werden muss. Wir sind eine konstruktive Opposition und deshalb haben wir ein Interesse an einer stabilen Regierung, auch dann, wenn sie nicht in allen Punkten oder vielleicht gar nur in wenigen Punkten unsere Grundüberzeugungen teilt. Eine instabile Regierung, die nur mit sich selbst streitet, keine Richtung vorgibt, hat das Land nicht verdient. Deshalb empfehle ich Frau Merkel, die Vertrauensfrage zu stellen. Dadurch kann sich Stabilität und Führung wiederherstellen. Andere Bundeskanzler vor ihr haben dieses Instrument auch genutzt. Nach der Vertrauensfrage ist dann eine konstruktive Zusammenarbeit wieder möglich. Oder, falls Frau Merkel nicht das Vertrauen ausgesprochen bekommt, gäbe es die Möglichkeit für einen politischen Neuanfang in Deutschland. Das war das, was ich Ihnen sagen wollte dazu. Soweit also Christian Lindner, eine Reaktion auf den Paukenschlag in der Unionsfraktion, wo eben Volker Kauder nicht wiedergewählt worden ist, stattdessen Ralf Brinkhaus. Er sieht das Ganze tatsächlich noch mal als eine Krise der gesamten Regierungskoalition. Und er hat Angela Merkel aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen, weil nicht nur er es so sieht, dass das hier ein ganz klares Misstrauensvotum auch gegen die Kanzlerin aus ihrer eigenen Fraktion ist. Das politische Berlin überschlägt sich. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück und wir beschäftigen uns weiter mit dem Paukenschlag in Berlin. Kanzlerin Merkel hat ihre politische rechte Hand verloren, Volker Kauder. Nach 13 Jahren als Chef der Unionsfraktion ist er abgewählt. Herausforderer Ralf Brinkhaus hat die Kampfabstimmung mit 125 zu 112 Stimmen gewonnen. Ja, und kaum jemand hatte für möglich gehalten, dass die Unionsfraktion ihren bisherigen Vorsitzenden stürzt, der ja ein enger Vertrauter von Merkel ist. Ralf Brinkhaus war der Erste, der sich in 13 Jahren überhaupt bei einer Abstimmung gegen ihn gestellt hatte. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Alexander Dobrindt hat heute als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Wahlen geleitet und organisiert. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und insofern ist es auch gut und richtig, dass wir jetzt gleich unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, auf die nächste Zeit und alles andere werden wir dann später auch erläutern. Und jetzt würden wir beiden gerne wieder zurückgehen, weil wir auch unsere Wahlzettel gerne abgeben möchten, denn unsere Fraktionswahlen werden fortgesetzt. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, und das ist mir an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder. Der lang anhaltende stehende Beifall in der Fraktion, für ihn hat das auch gezeigt, welch hohes Ansehen er bei uns in der Fraktion genießt. Und das hat er sich wirklich ganz, ganz, ganz hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige, sehr erfolgreiche Tätigkeit. Und jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächsten Wochen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und die CDU-Parteichefin und Kanzlerin Merkel hat ihre Niederlage bereits eingestanden. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir hatten ja heute die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Ich habe mich eingesetzt dafür, dass Volker Kauder weiter Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bleiben kann. Und das getan, weil ich sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet habe. Und ich möchte ihm auch ganz herzlich danken für 13 Jahre außerordentlicher Zusammenarbeit in dieser Funktion und viele Jahre auch vorher guter Zusammenarbeit. Ralf Brinkhaus hat heute die Mehrheit der Stimmen bekommen. Und ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet. Und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen. Herzlichen Dank. Deutliche Worte also von der Kanzlerin. Sie ist aber bei weitem nicht die Einzige, die reagiert auf diesen Paukenschlag. Soeben hat sich Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, geäußert.
Das Statement liegt uns in diesem Moment noch nicht vor. Wir fassen also noch einmal ganz kurz zusammen. Volker Kauder, 13 Jahre lang war er Fraktionschef der Union. Jetzt ist er abgewählt und jetzt liegt auch das Statement von Anton Hofreiter vor. Ich möchte Herrn Ralf Brinkhaus gratulieren zu seiner Wahl. Volker Kauder möchte ich danken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wenn auch in sehr unterschiedlichen Rollen. Wir als Oppositionsführer, er als Vertreter einer Regierungsfraktion. Für mich ist dieses Wahlergebnis Ausdruck der tiefen Spaltung, die es innerhalb der Union gibt. Es ist nicht so, dass in den vergangenen Monaten es nur ein Streit war zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer, sondern man kann beobachten, dass auf der einen Seite, man könnte es nennen, das eher nationalkonservative Lager innerhalb der Union gegen das christlich-liberale Lager innerhalb der Union hart kämpft und nicht mehr zu Lösungen kommt. Die Union muss jetzt klären, in welche Richtung sie gehen will. Die Union muss klären, wie sie dieses Land regieren will. Was wir erwarten von der Union, was wir erwarten von der Großen Koalition, ist, dass sie endlich anfangen, sachgerecht dieses Land zu regieren. Denn es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben, die anstehen. Wenn man nur daran denkt, die Stabilisierung der Europäischen Union. Aber auch bei uns gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben. Denken Sie nur an die Wohnungsnot. Da wäre eine tatkräftige, handlungsfähige Regierung gefordert. Oder die Frage, unter welchen Bedingungen bei uns Pflege stattfindet, wie man Pflegekräfte unterstützen kann. Oder die Klimakrise. Nach diesem Dürresommer bräuchten wir eine Regierung, die tatkräftig den Klimaschutz angeht. All das konnten wir in den vergangenen Monaten nicht sehen. Diese große Koalition, Frau Merkel, hat seit einem Jahr dieses Land nicht mehr regiert. Und deshalb, wir fordern die Regierung auf, endlich zu handeln, endlich wieder eine Regierung zu sein. Und nicht ein zerstrittener Haufen, der die Probleme größer macht und Chaos in diesem Land verursacht. Dann sagen wir vielen Dank und schönen Abend. Soweit also Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und das Ganze verfolgt für uns im Bundestag unser Kollege Michael Wüllenweber. Er steht dort auf der Fraktionsebene des Bundestages. Michael, wir haben ja jetzt verschiedene Oppositionspolitiker bereits gehört im Laufe der letzten Stunde. Und alle eigentlich sagen, naja, das ist das Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Merkel. Sie sehen die Regierungskoalition in einer Krise. Jetzt Anton Hofreiter hat sogar gesagt, die Unionsfraktion selbst ist in einer tiefen Krise. Da ist eine tiefe Spaltung. Das Ganze ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition. Aber wie viel Wahres ist denn da dran? Naja, wenn die Bundeskanzlerin in der Fraktion wirbt, wir brauchen jetzt Ruhe, es sei der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel, heißt das im Umkehrschluss, wenn sie sich mit dieser Position nicht durchsetzen kann, dass sie Unruhe erwartet durch diese Entscheidung, dass sie Unruhe erwartet jetzt in den nächsten Tagen natürlich in ihrer eigenen Partei, vielleicht dann auch negative Konsequenzen für die Wahlen in Bayern und im Hessen am 14. und am 28. Oktober. Und sie hat es ja auch glasklar als eigene Niederlage eingestanden, diese Wahl. Da gäbe es wörtlich nichts zu beschönigen, so Angela Merkel. Also auch für sie selbst ist das offensichtlich doch zumindest nahe an einem Misstrauensvotum, diese Entscheidung 125 zu 112. Von Christian Lindner zum Beispiel, der Vorsitzende der FDP, der fordert ja jetzt, Merkel müsste in den Bundestag und dort die Vertrauensfrage stellen, um dann die Arbeitsfähigkeit eigentlich der Regierung sicherzustellen. Entweder sie bekäme dann eine Mehrheit, dann könnte man gestärkt mit diesem Votum im Rücken weiter regieren. Wenn nicht, wäre das die Chance für einen Neuanfang. Da steht natürlich viel Hoffnung bei Christian Lindner dahinter, logischerweise als Oppositionspolitiker, dass die solch eine Entscheidung negativ ausgehen würde, um dann tatsächlich über Neuwahlen ein neues Spiel, vielleicht ein Neuanfang versucht werden könnte. Aber Michael, ist es denn tatsächlich allein die Nähe zu Angela Merkel, die hier Volker Kauder zum Verhängnis wurde? Oder gab es auch Unmut an seiner Person, an seinen Ansichten? Kann man vielleicht tatsächlich auch den Fehler, muss man ihn nicht auch bei ihm suchen?
Also ich glaube, natürlich steht Volker Kauder auch für die Politik von Angela Merkel. Und insofern gab es natürlich auch ganz konkret sicherlich bei den ein oder anderen oder bei vielen Abgeordneten auch Probleme mit dem politischen Ziel Volker Kauders. Das muss man sicherlich auch attestieren. Aber es gab auch hohe Unzufriedenheit mit dem Politikstil, dieses Top-Down. Also im Kanzleramt wird die Politik gemacht, im kleinen Kreis werden die Entscheidungen getroffen und dann über den Transmissionsmechanismus Volker Kauder in die Fraktion hineingetragen und dort umgesetzt. Und ich glaube, dieses Prinzip, dass sich das überlebt hat innerhalb der Fraktion, sie möchte offensichtlich einen eigenständigeren Kurs fahren, auch ein Gegengewicht im Zweifel dann zum Kanzleramt, also zur Parteivorsitzenden und Bundeskanzlerin. Und klar ist, mit einem neuen Fraktionsvorsitzenden, mit Ralf Brinkhaus, auch wenn er seine Kandidatur ja nie als Affront gegen die Bundeskanzlerin verstanden hat, wird sich das ein oder andere sicherlich ändern. Die Bundeskanzlerin wird auf die Fraktion mehr hören müssen, wird mehr auf sie zugehen müssen. Dieses Top-Down-Modell, dieser Top-Down-Politikstil, der ist, glaube ich, zuerst einmal in Frage gestellt, wenn nicht passiert. Michael, auch der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, hat sich kürzlich geäußert zu dem Paukenschlag in der Unionsfraktion. Wir hören rein. Meine Damen und Herren, das war heute ein einschneidendes Ereignis. Auch ich habe das kaum für möglich gehalten. Es ist ganz klar, das ist das Ende des Systems Merkel. Die Regierungskrise, die es nun seit Monaten gibt, hat sich heute noch einmal verschärft. Man wird sicherlich für ein Weiter-so plädieren und von einer demokratischen Entscheidung sprechen. Aber hier ist etwas anderes gescheitert. Frau Merkel, Herr Seehofer, Herr Dobrindt haben für Brinkhaus sich engagiert und sind damit gescheitert. Frau Merkel sollte im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen, ob noch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag sie als Kanzlerin will. Dankeschön. Danke. Heftige Reaktionen also auf diesen Paukenschlag. Das Wort ist oft gefallen, aber anders kann man es auch gar nicht bezeichnen. Volker Kauder ist abgewählt. Sebastian Plantholt fasst noch einmal den heutigen Nachmittag für Sie zusammen. Die eine Krise gerade überstanden, da kommt schon die nächste um die Ecke. Angela Merkel verliert ihren wichtigsten Mann im Bundestag. Nach 13 Jahren muss Volker Kauder den Fraktionsvorsitz an den Finanzexperten Ralf Brinkhaus abgeben. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Seine Wahl ist ein klarer Affront der Unionsabgeordneten gegen die Kanzlerin. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet. Und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen. Für jeden Kanzler ist der Fraktionsvorsitzende die Schlüsselfigur. Denn wenn es bei kritischen Gesetzesvorhaben zu viele Abweichler aus den eigenen Reihen gibt, könnte der Kanzler plötzlich ohne eigene Mehrheit im Bundestag dastehen. Damit das nicht passiert, führt der Fraktionsvorsitzende meist hinter den Kulissen Gespräche, um im Vorfeld Kompromisse auszuhandeln. Der Spitzname von Volker Kauder ist nicht grundlos Merkels Mehrheitsbeschaffer. Das ist jetzt Vergangenheit. Es zeigt sich einfach, die Union ist zutiefst gespalten und kaum mehr handlungsfähig. Mit dieser tiefen Spaltung legt sie ja seit Monaten das Land lahm. Auch wenn Ralf Brinkhaus ausdrücklich betont hat, dass seine Kandidatur nicht gegen die Kanzlerin gerichtet war, die AfD sieht das anders. Ich glaube, das ist jedenfalls ein weiterer Schritt zum Ende der Regierung Merkel ist. Und wir werden das Ende viel früher erleben, als wir uns das heute vorstellen. Angela Merkel verliert den bedingungslosen Rückhalt der Fraktion. Der Autoritätsverlust ist kaum noch wegzureden. Und damit noch mal zu unserem Kollegen Michael Wüllenweber auf der Fraktionsebene des Bundestages. Michael, es ist ja auch zu hören gewesen, dass der Applaus nach Bekanntgabe dieses Ergebnisses, also als dann feststand, dass Volker Kauder abgewählt ist, dass der eher verhalten war. Sind da vielleicht doch die ein oder anderen erschrocken über ihre eigene Courage? Sollte dieser Denkzettel wirklich so heftig ausfallen?
Ja, so wird das zumindest berichtet, dass der Applaus verhaltener gewesen ist, zumindest aus der Ecke der Merkelianer. Das muss man vielleicht dann auch einschränkend da zusagen, dass vielleicht die Fraktion, so wurde der Eindruck zumindest vermittelt, tatsächlich über die eigene Courage vielleicht ein wenig erschrocken ist, dass man da einen Denkzettel verpassen wollte. Ja, wir hatten ja alle davon berichtet eigentlich, dass wir nicht daran glauben, dass Ralf Brinkhaus sich durchsetzen könnte. Wir alle hier auf der Fraktionsebene, die Kollegen haben natürlich auch geschätzt, 70-30, 80-20 für Kauder waren so Schätzungen, dass vor diesen Hintergründen vielleicht dann auch der eine oder andere Abgeordnete lediglich einen Warnschuss verpassen wollte, weil er dachte, der Brinkhaus, der hat eigentlich ja doch gerne eine Chance. Aber wenn das zu viele denken, dann hat er dann eine Chance und die hat er offensichtlich wahrgenommen. Ja, so könnte man vielleicht diesen verhaltenen Applaus dann interpretieren. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, Volker Kauder ist ein doch sehr langjähriger, seit 2005 Fraktionsvorsitzender, war immer hochgeschätzt. Ich glaube, es war vielleicht dann auch Respekt gegenüber dem, der diese Schlacht verloren hat, diese Wahl, jetzt nicht in laute Jubelstürme auszubrechen und mit tosendem Applaus letztendlich auf seine Abwahl zu reagieren. Aber das sind am Ende alles nur Interpretationen. Michael, die Reaktionen darauf, die waren ja sehr deutlich. Die Kanzlerin selbst hat eine Niederlage eingeräumt, aber noch deutlicher wird die Opposition. Du hattest ja auch die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Oppositionspolitiker zu sprechen. Ja, mit Christian Lindner, Anton Hofreiter zum Beispiel und für die Opposition ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Da wird die Latte natürlich sofort höher gelegt. Wir hören aus den Reihen der FDP, aber auch inzwischen von den Linken, die Kanzlerin müsse in den Bundestag, sie müsse die Vertrauensfrage stellen, so auch Christian Lindner. Es ist ein doppeldeutiges Zeichen. Zum einen ist es ein Signal der Erneuerung. Die Unionsfraktion hat einen Kandidaten gewählt, der nicht von der Führung unterstützt worden ist. Da gab es manchen kritischen Medienkommentar, da wurde die Kandidatur belächelt und trotzdem hat er sich durchgesetzt, knapp aber immerhin. Also ein Zeichen des Willens nach Erneuerung, kein weiter so, das begrüße ich. Und es ist natürlich jetzt der Beleg, dass die Autorität von Frau Merkel mit enormem Tempo erodiert. Das ist ein Zeichen dann auch der Stabilisierung für die Große Koalition. Erwarten Sie da, dass die jetzt in noch größere Turbulenzen gerät? Das ist zu erwarten, denn Herr Brinkhaus ist gewählt worden, um die Rolle der Unionsfraktion zu stärken. Bisher war die Unionsfraktion verlängerte Werkbank des Kanzleramts. Und das Kanzleramt hat eine Politik gemacht, ohne eigene Akzente, die auch von den Grünen hätte kommen können, die Politik von Frau Merkel. Und das will offensichtlich die Union jetzt nicht mehr so mittragen. Das finde ich gut. Und das erleichtert, ehrlich gesagt, auch uns natürlich zukünftige Zusammenarbeit. Sie hat ja gesagt in der Fraktion, also die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende, das sei der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel. Wir brauchen Ruhe. Und offensichtlich ist sie damit komplett auf die Nase gefallen. Die Frage ist, ob die Unionsfraktion der Kanzlerin damit auch selbst das Vertrauen entzogen hat. Wir haben ja die Debatte um Maaßen, die Turbulenzen in der SPD, die Auseinandersetzungen in der CSU, jetzt diese Entscheidung, dieser Donnerschlag in der Unionsfraktion. Wie ist denn da stabiles Regieren und Sacharbeit möglich? Also bei Digitalisierung, Bildung, Energie, Diesel, haben so viele Themen, die liegen geblieben sind. Ich glaube, dass Frau Merkel gut beraten wäre, die Vertrauensfrage herzustellen, um wieder Führung herzustellen, Stabilität zu erreichen. Und wenn sie das nicht tun will, dann muss sie die Führung möglicherweise abgeben. Ja, Michael, also auch hier wieder harsche Kritik an Angela Merkel. Aber man muss ja doch mal sagen, dass die gesamte Parteispitze sich im Vorfeld für Volker Kauder eingesetzt hat, ausdrücklich. Und die Klatsche geht doch dann eigentlich gegen die gesamte Parteispitze, oder nicht?
Ja, so ist es natürlich mitgehangen, mitgefangen. Das gilt natürlich dann auch für die gesamte Parteiführung und auch für die Fraktionsführung, die sich ja für Volker Kauder ausgesprochen hatte, ja zumindest inoffiziell. Also insofern, ja, das gilt auch natürlich dann für den Rest der Führungsmannschaft, aber natürlich vor allen Dingen für die Bundeskanzlerin. Und vielleicht noch ein Wort zu Christian Lindner, was ja interessant gewesen ist. Er wittert ja Morgenluft, wie natürlich das ist für einen Oppositionspolitiker. Es würde in Zukunft, das fand ich dann noch interessant, die Zusammenarbeit dann erleichtern mit der CDU-CSU. Also da schimmert dann durch, dass bei einem eventuellen Neuanfang, von dem er ja auch spricht, also das hieße ein Zerbrechen natürlich der Koalition, müsste davor liegen vor diesem Neuanfang, dass man dann versuchen wollen würde, mit dieser Union dann auch ins Boot einzusteigen, ins Koalitionsboot. Also da keimt Hoffnung beim FDP-Chef Christian Lindner. Hoffnung bei Christian Lindner auf einen Neuanfang, aber noch haben wir die GroKo und Andrea Nahles hat sich auch soeben geäußert. Ich habe Herrn Brinkhaus auch im Namen der SPD gratuliert und mich natürlich auch bei Herrn Kauder bedankt für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Danke. Tja, Michael, das war ein sehr kurzes Statement. Wie geht's denn jetzt weiter, die Zusammenarbeit in der Koalition? Also zuerst einmal finden hier ja hinter mir jetzt noch der Rest der Fraktionsvorstandswahlen statt. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, nicht der CSU, müssen gewählt noch werden. Und dann auch ein neuer parlamentarischer Geschäftsführer zuerst einmal. Das wird sich also hier noch weiter sortieren heute Abend. Und die große Frage, die du stellst, wie geht es jetzt weiter in der großen Koalition? Das hängt natürlich davon ab, wie inwiefern unter Umständen aus der Fraktion unter Ralf Brinkhaus nun ein anderer Politikstil zuerst einmal sich durchsetzt und dann auch andere Politikinhalte. Ja, denn das wird sicherlich dann mit dieser Wahl auch verbunden sein und inwiefern dies dann die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten dann beeinflusst. Das ist im Moment natürlich eher schwer einzuschätzen. Prinzipiell könnte man natürlich sagen, dass die Arbeit eher komplizierter wird, weil die Bundeskanzlerin abhängiger wird, zumindest in Teilen stärker als zuvor, zumindest von ihrer Fraktion, dass diese kleinen Runden im Kanzleramt oder auch die Koalitionsausschüsse, wo die Spitzenpolitiker nur entscheiden darüber, wo es dann am Ende lang geht und die Entscheidungen gefällt wird. Damit könnte tatsächlich Schluss sein. Michael, vielen Dank für deine Einschätzungen für diesen Moment. Wir fassen noch einmal ganz kurz zusammen, was sich da heute in Berlin bei der Unionsfraktion zugetragen hat. Volker Kauder ist abgewählt worden nach 13 Jahren, die er eben auch an der Seite von Angela Merkel war. 125 zu 112 Stimmen für Ralf Brinkhaus. Ja, und das politische Berlin steht Kopf. Alle sämtliche Fraktionsvorsitzenden sind schon vor die Kameras getreten und haben eine Krise der Koalition eigentlich heraufbeschworen. Wir schauen, wie es weitergeht. Die nächsten Nachrichten um 19 Uhr. Bis dahin.